Melissa und Carol machen für uns den Test. Beide haben 5 gut erhaltene Kleidungsstücke ausgemistet, die sie gerne noch zu Geld machen würden. Ich hoffe, dass ich für die Klamotten so circa 25 bis 30 Euro bekomme. Ich hoffe, dass ich 60 Euro ungefähr noch kriege. Zuerst im Test Zalando Wardrobe. Das Ganze funktioniert über eine kostenlose App. Gebrauchte Sachen kann man in einer Art Secondhand-Abteilung an andere Leute weiterverkaufen. Da Melissas Sachen aber neuwertig und zum Teil sogar ungetragen sind, nutzt sie die zweite Variante. Sie will die Stücke zum Festpreis direkt an Zalando verkaufen. Bis jetzt gefällt mir die App ganz gut, auch vom Aufbau her. Aber was mir jetzt schon aufgefallen ist, dass man echt nur Marken wieder verkaufen kann oder ja, die der Anbieter auch im Sortiment hat. Ganz genau. Dabei spielt es keine Rolle, wo und wann die Kleidungsstücke gekauft wurden. Doch das Ganze hat einen Haken. Ich habe jetzt die App runtergeladen, habe mich dort eingeloggt und festgestellt, dass dort leider nur Frauen die Sachen verkaufen können. Also die Seite ist leider nichts für Männer. Blöd gelaufen. Carol bleibt auf seinen Klamotten sitzen. 0 Euro für ihn. Währenddessen fotografiert Melissa ihre nicht mehr gebrauchten Kleidungsstücke ab und lädt die Bilder in die App. Ich habe jetzt alle Klamotten zu meinem digitalen Profil hinzugefügt und es ging super easy. Jetzt nur noch alle Infos angeben. Fertig. Melissa bekommt einen Ankaufpreis angeboten. Der wirkt ihr jeweils fair, also nimmt sie ihn an. Kassensturz. Melissa erhält für das gestreifte Shirt, das Sommerkleid, die High Heels, die Handtasche und die ungetragene Sommerhose insgesamt 40,26 Euro. Ich habe ja vorhin gesagt, ich rechne so mit 60, aber haben oder nicht haben, also ist besser als gar nichts auf jeden Fall. Sie schickt ihre Sachen kostenlos zum Anbieter, wo sie nochmal gecheckt werden. Passt alles, werden ihre Sachen später als Secondhand weiterverkauft. Melissa bekommt ihre rund 40 Euro auf ihrem Zalando-Konto für den nächsten Einkauf gutgeschrieben. Ich persönlich finde, dass die App auf jeden Fall ein Top ist. Das ist super easy mit dem Abfotografieren und mit dem Reinstellen und das geht super schnell, super einfach und ja, also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Zweiter Test, Momox Fashion-Ankauf. Vielleicht hat Carol hier mehr Glück. Hier kann man nämlich eigentlich alles verkaufen. Momox verkauft die Sachen dann nachhaltig weiter. Auch hier wird für die Sachen ein Festpreis angeboten. Ich hoffe, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, meine Klamotten zu verkaufen. Carol gibt auch hier Größe, Marke und so weiter seiner ausgemusterten Kleidung ein. Allerdings braucht er kein Foto. Aber gleich beim ersten Stück gibt es schon wieder schlechte Nachrichten für Carol. Ein Smiley nach unten. Das nimmt er leider nicht an. Während Carol weitere Kleidungsstücke eintippt, vergleicht Melissa die Preise ihrer bereits verkauften Kleidung. Ich krieg bei der Verkaufsversion irgendwie viel weniger Geld. Bei Momox hätte Melissa in unserem Test also nur 16,27 Euro bekommen. Knapp 25 Euro weniger als bei Zalando. Zurück zu Carol. Seine Sachen werden reihenweise abgelehnt. Nur für sein schwarzes Hemd bekommt er ein Angebot. Erster Treffer. Der bietet mir dafür 5,88 Euro. Allgemein bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, da ich, wie ihr seht, ganz viele Klamotten aus meinem Schrank ausgemistet habe. Und die haben jetzt nur ein Kleidungsstück angenommen. Das Hemd noch verpacken und kostenfrei einschicken. Auch hier werden die Sachen natürlich noch geprüft. Dann geht das Geld direkt auf Carols Konto. 5,88 Euro ist schon nicht schlecht. Test 3. Jetzt geht's alten Textilien an den Kragen mit einem besonders nachhaltigen Angebot. Es gibt eine Möglichkeit, die Sachen bei H&M anzureichen. Es ist egal, ob das jetzt einzelne Socken sind oder ob die Klamotten kaputt sind, ob das Gardinen sind oder Bettwäsche. Gut erhaltene Kleidung wird als Secondhand-Ware weiterverkauft, alles andere wird weiterverarbeitet oder recycelt. Carol und Melissa bringen Tüten voller alter Textilien in den Laden. 15% Rabatt gibt es beim nächsten Einkauf pro Kleidungsstück. Besser ist, wie wenn es im Kleiderschrank einfach vor sich hingammelt. Und deswegen, egal in welcher Hinsicht, Textilienrückgabe ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das Fazit unseres Tests: Alle Angebote sind nachhaltig, haben aber unterschiedliche Vor- und Nachteile. Bei Zalando Wardrobe höhere Beträge, dafür nur Gutschein und keine Annahme von Kinder- und Männersachen. Bei Momox gibt es zwar direkte Zahlung, aber geringere Beträge und viel Kleidung wird abgelehnt.
Bei H&M Annahme von allen Sachen, auch kaputter Kleidung, dafür nur Rabatt auf den nächsten Einkauf.